Sie merken gar nicht, was für Arschlöcher sie sind. Die Koronazis. Wer das sein soll? Naja, wer die Nazis sind, wissen wir ja. Das waren damals die, die Zucht und Ordnung forderten. Die sich für die besseren Menschen hielten, für die Herrenrasse. Aber wo ist eigentlich der Unterschied zwischen braunen Jacken mit Armbinden und Hakenkreuzen drauf und diesem neuen Erkennungsmerkmal Maske? Sie tragen eine Maske, um sich zur Gemeinschaft dazuzählen zu dürfen, um zur Masse zu gehören, um zu den Mitläufern zu gehören, um die Gemeinschaft zu prägen, die das neue Koronazitum ausmacht, den Koronismus, die schwachsinnigste Ideologie, die Deutschland, glaube ich, jemals befallen hat. Die ist dümmer als alles andere, was mir jemals unter die Augen gekommen ist. Ja, und erstaunlich widerstandsfähig. Man kann dieser Ideologie nicht mit Wahrheiten und Fakten beikommen. Sie besteht einfach auf einen 1000-jährigen Lockdown. Den findet sie geil. Masken, Einsperren, Hausarrest, alles was dazugehört. Diese Menschen sollten sich mal überlegen, was sie da tun. Ich habe in der Schule etwas anderes gelernt.